Moin YouTube, was geht ab? Willkommen bei einem neuen Video. Dies wird erstmal ein rein informatives Video, denn das Vera-Update ist da und mit dem Vera-Update haben wir auch was Neues dazu bekommen, was die Ingame-Käufe angeht. Denn wie ihr sicherlich alle schon wisst, können wir ja über den Shop hier was einkaufen, ne? Das wissen wir alle, nämlich die Währung. Und beim Erstkauf hat man immer genauso viel Tanium nochmal als Dark Crystals geschenkt bekommen. Zum Beispiel hier waren es, eben bei 100 Euro hat man ja 6480 Dark Crystals noch on top bekommen beim Erstkauf. Wie ihr seht, habe ich das alles schon leer gekauft und muss mich jetzt mit diesen Geschenken sozusagen zufrieden geben. Eben bei 100 Euro wären es dann 1300 statt 6500. Doch Tower of Fantasy hat jetzt eine Kooperation mit einer Webseite, worüber man eben mehr für sein Geld bekommt. Und das wollte ich euch heute zeigen. Kurz und knackig. Viele von euch wollen bestimmt auch in Ruby pullen. Also wird die Info jetzt ganz schnell rausgehauen. Und auf die Seite, die kommen wir folgendermaßen. Die heißt nämlich Midaspy. So sieht die Startseite davon aus. Man kann sich hier einen Account machen, sich anmelden und dann kriegt man für jeden Kauf VIP-Punkte, die man dann für irgendwas anderes ausgeben kann. Aber dafür müsste man, so wie ich es verstanden habe, erstmal VIPs kaufen. Also ich würde euch empfehlen, einen Account zu machen, auch wenn ihr kein VIP kaufen wollt, damit ihr zumindest die Punkte ansammelt. Vielleicht kann man ja irgendwann was anderes damit machen. So sieht die Startseite aus und hier ist dann Tower of Fantasy. Und hier sehen wir auch schon, dass es hier ein Sonderangebot gibt. Hier steht zwar, dass man 100% Bonus bekommt für Tower Fantasy. Das stimmt nicht wirklich. Die beziehen sich hier auf diesen Erstkauf, den ich ja hier bei allem schon leer gekauft habe. Also die beziehen sich hier darauf, was auch in-game angegeben wird. Ja, aber was man wirklich extra bekommt, sind 10 bis 25% dunkle Kristalle. Ich weiß nicht, wie das sich rechnet. Das habe ich irgendwie nicht durchgeblickt, obwohl ich es durchgelesen habe. Ich habe zum Beispiel hier mit meiner Spieler-ID eingekauft. Ihr gebt hier eure Spieler-ID ein. Die findet ihr unter Einstellungen und hier oben. Die kopiert ihr hiermit und gebt sie dann hier ein. Sonst geht ihr hier eben noch auf Europa und auf euren Server. Und dann findet er euch auch sofort. Der Vorteil ist, hier kann man mit Paysafe Kredit und sofort Überweisung zahlen. Soviel ich weiß, geht es ja ingame nur über Kreditkarte. Also ihr könnt hier auch mit Sofortüberweisung bezahlen, was nice ist, weil ich habe keine Kreditkarte zum Beispiel. Und wenn ihr eben hier euren Account-Daten eingeben habt, seht ihr hier auch wieder euren Shop. Zum Beispiel steht hier, dass ich nur 1300 Bonus bekomme, weil ich habe ja schon meinen Erstkauf abgeholt mit den 6500. Aber was ihr on top bekommt, sind diese 10 bis 20% oder 10 bis 25%. Was womit hier geworben wird, seht ihr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier wieder neu in die Seite reingehe, wo dann hier dieser Erstkauf noch angezeigt wird, sieht man, wie viel man noch geschenkt bekommt. Ich habe dieses Paket gekauft, habe meine 1300 Dark Crystals, die ich ja geschenkt bekommen und ich habe on top nochmal 700 Dark Crystals geschenkt bekommen. Darauf könnt ihr auch kommen, wenn ihr eben hier guckt. Hier wird ja die Erstkaufbelohnung mit einverrechnet, wenn man noch keine Accountdaten eingegeben hat und anstatt 6480 kriegt man eben 7180. Das sind 700 mehr als das, was man normalerweise bekommen würde für den Erstkauf. Hier sind es dann 370 Dark Crystals mehr. Hier sind es 230 mehr, hier sind es 120 mehr, hier sind es 60 mehr und hier sind es 15 mehr. Also egal, was ihr euch holen wollt, ihr kriegt über diese Seite auf alle Fälle mehr für euer Geld. Ich habe mich jetzt nicht damit zusammengefasst, wie vertrauenswürdig die Seite ist, aber die scheint mir schon sehr seriös. Ich kannte sie davor nicht. Aber ich habe, wie gesagt, eben dieses große Paket sogar schon gekauft. Habe die 6480 direkt auf mein Konto bekommen. Ich musste nicht neu starten, das Spiel. Und habe auch noch statt 1300 Dark Crystals 2000 Dark Crystals geschenkt bekommen. Also die Seite, sie hält, was sie verspricht. Und jetzt gehe ich auch gleich mal in Cobalt B pullen und in Ruby Matrizen und in Ruby und hoffe, dass ihr euch dann das Video noch dazu gibt, das danach kommen wird. Ich bedanke mich für alle, die eingeschaltet haben. Falls ihr mehr informativen und auch Entertainment Content sehen wollt, lasst bitte ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wenn euch was nicht gefällt oder was euch gefällt. Und schaut beim nächsten Video vorbei, weil ich pulle jetzt erstmal und das wollt ihr, glaube ich, nicht verpassen. Also, schönen Tag noch und haut rein.